Ich stelle Sie mal kurz vor, vielleicht ein bisschen anders. Ich habe Sie gebeten, mich Ihnen mal den Tag entsprechend, wenn schon die EMS aus, oder EMS, wie ich heute gelernt habe, wenn die EMS, da müsste noch so ein I hin, wir müssen das so EMSI, das finde ich, klingt irgendwie netter. Also lässt sich als Journalist besser verkaufen. Was haben wir also gemacht? Herr Carsten Mühlenmeier, Ministerialdirigent, Abteilungsleiter für Hochschulen des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, Mitglied im Medizinausschuss des Wissenschaftsrates und im Bewilligungsausschuss. Bewilligungsausschuss ist ja immer erstmal gut für uns, wenn wir da jetzt auch Kontakte haben. Also ich spreche da durchaus als Lokalpatriot. Und ich hatte Sie gebeten, mir doch mal Ihr letztes Krankheitsbild mitzuteilen. Ganz rechts außen sitzt ein zuletzt Meniskusschaden vierten Grades. Das tut weh. Gesund wurde ich durch eine Physiotherapeutin und viel Disziplin auf dem Rad. Seien Sie mir herzlich willkommen. Fieber hatte auch der Mensch neben mir, Professor Pieper. Zuletzt fieberte ich mit den Olympioniken in Südkorea. Gesund wurde ich davon ganz alleine, haben Sie mir gesagt, finde ich auch sehr nett. Während mein Werdegang vorgeschrieben war und ich großen Respekt vor Fächern wie Medizin, Physik, Philosophie habe, habe ich festgestellt, das haben Sie alles studiert. Ja, da werde ich schon ganz klein hier vorne. Sie promovierten in Medizin sowie Philosophie und habilitierten im Fach Physiologie. Und jetzt kommt's, wir haben ja was gemeinsam. Ich schreibe jeden Tag Zeitung. Sie waren langjähriger Herausgeber der Fachzeitschrift Cardiovascular Research. Willkommen bei uns. Sie dürfen klatschen. Anfang des Jahres eine Grippe. Wer hatte die nicht, sag ich mal ganz frech. Mit leider verzögerter Rekonvaleszenz schreiben Sie mir. Dr. Pommer, Vorstandsvorsitzender der Freunde und Förderer der Universitätsmedizin. Ich lese jetzt mal so Arzt, 20 Jahre Vorsitzender der Bezirksstelle der Ärztekammer Oldenburg, Vorstandsvorsitzender der Ärzteversorgung Niedersachsen, 8 Jahre lang von 90 bis 98 Vizepräsident der Ärztekammer in Niedersachsen, Vorsitzender und Gründer des Vereins zur Förderung der Qualität im Gesundheitswesen. Uns verbindet auch was, Initiator des Gesundheitsforums der NWZ. Herzlich willkommen. Und Felix Thalmann, mit ihm muss ich gleich anfangen, Vorsitzender der Geschäftsführung Büfer, Schweizer, wir werden es gleich ein bisschen hören, glaube ich. Studium Maschinenbau, Verfahrenstechnik, 15 Jahre, internationales Management bei Unilever, 14 Jahre, CW in Geschäftsleitung und Vorstand und seit 4 Jahren Geschäftsführer der Büfer. So, und da müssen wir jetzt, ich muss natürlich woanders anfangen, denn Antwort, welche Krankheit? Die Grippewelle im Januar ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Diesmal haben die Essigsocken meiner Frau geholfen. Ja, was brauchen wir dafür denn eine Uni eigentlich? Was sind Essigsocken? Ja, diesmal hat es geholfen, nicht? Beim nächsten Mal weiß ich auch noch nicht, wie es rauskommt. Ich weiß, was sind denn Essigsocken? Das müssen Sie mir mal erklären. Ja, das ist so ein Schweizer Rezept der Großmutter, die dann gesagt haben, naja, wenn du Fieber hast, eine Grippe hast, dann nimmst du mal besser Essigsocken, dann zieht das Fieber raus und es geht ja gleich wieder besser und so war es dann auch. Herr Pommer, haben Sie schon mal Essigsocken verschrieben? Also ich glaube, auf die Art und Weise würde aber seine Praxis leer bekommen, ja. Ich würde mit Ihnen aber gerne anfangen. Wir feiern heute die European Medical School. Und die erste Frage, Herr Pommer, geht an Sie. Sie sind ja nun Arzt und deshalb meine Frage, geben Sie doch mal der European Medical School eine Diagnose. Wie steht die jetzt? Also die kämen jetzt als Patientin zu Ihnen und ja. Das Interessante ist, dass die Ärzteschaft hier im ostfriesischen Bereich und hier also ohne dass wir groß motivieren mussten, sehr hinter diesem Projekt stehen. Sie freuen sich geradezu, wenn Studenten bei Ihnen mithelfen. Und das Interessante ist, dass diese Studenten im weißen Kittel dann auch gleich als Herr Doktor angesprochen werden. Das heißt also, die Kommunikation in den Praxen hat also ganz erheblich zugenommen. Und wir haben immer über 150 Praxen Allgemeinmedizin, die mitmachen, auch Fachärzte. Das heißt also, in der Ärzteschaft dieser Region ist dieses Projekt EMS hervorragend angekommen und wir haben auch die Freude, dass die Kassenärztliche Vereinigung, die natürlich die Not der Besetzung in Ostfriesland kennt, das ist eigentlich der am unteren besetzte Teil Deutschlands, nicht Thüringen, über 360 fehlen dort,
sind begeistert, dass dieses Projekt hier entsteht. Es ist auch die einzige Region in Deutschland, die im Umkreis von 160 Kilometern keine Universität hatte. Das ist sicher etwas, wo die Vorregierung, damit spreche ich Sie an, Herr Tümmler, im Grunde genommen diesen weißen Fleck, haben einen weißen Fleck sein lassen und das ist jetzt geheilt. Also Patient gesund, kerngesund oder drückt es und zwickt es doch noch irgendwo? Jetzt dürfen Sie, das ist ja ein überschaubares Gremium. Wir haben das ja vorhin aus den Beiträgen gehört, es stehen ja nur noch eine Reevaluation an. Es muss geprüft werden, ob wir alle hier richtig gearbeitet haben. Man muss also jetzt nicht nochmal richtig in die Riemen legen. Die Begeisterung der Bevölkerung ist so groß, dass ich gar nicht merke, dass hier irgendwie noch was geleistet werden muss und geprüft werden muss. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Man hat das eigentlich schon erkannt. Das ist jetzt da. Warum braucht überhaupt noch ein Verein zur Förderung der Universitätsmedizin? Das heißt also, die Bevölkerung kann sich gar nicht vorstellen, dass es das nicht mehr gibt. Also insoweit haben wir hier sicher eine große Verantwortung. Ja, ich meine, Antworten schon sehr diplomatisch. Ich versuche mal mit einer ebenso diplomatischen Antwort an Herrn Mühlenmeier. Ich zitiere jetzt mal den Minister. Wir brauchen in Oldenburg den unbedingten Willen zur Zusammenarbeit aller. Des Klinikums, des Evangelischen Krankenhauses und des Pius Hospitals sowie der Karl-Jaspers Klinik mit der Universität Oldenburg. Alle müssen das Kooperationsmodell, das wir in Oldenburg entwickelt haben, auch tatsächlich leben und die getroffenen Vereinbarungen umsetzen. Das klingt sehr diplomatisch. Der Wille ist da, reicht er? Und wie sieht es mit Taten aus? Sie sitzen ja nur an der Quelle. Ja, also erstmal, was der Minister sagt, stimmt immer. Ah, das ging ja schnell, ne? So weit bin ich noch nicht mit meiner Redaktion. Aber ich habe es ja gar nicht so einfach hier heute Abend. Ein ehemaliger Chef und ein Chef. Aber trotzdem antworte ich natürlich auf die Frage. Ich denke schon, dass wir noch ein Stück weit Weg vor uns haben, was auch die Zusammenarbeit anbelangt. Wir haben ja nicht das Kooperationsmodell ein klassisches, sondern etwas, was über Rahmenverträge vereinbart worden ist. Und diese Rahmenverträge müssen entsprechend auch gelebt werden und müssen auch immer wieder neu ausgerichtet werden nach dem, was man bisher in den letzten Jahren erlebt hat. Insoweit glaube ich, dass wir schon bei diesem Projekt sehr viel Energie dafür aufwenden müssen, jetzt alle gemeinsam, dass wir die neuen Herausforderungen stemmen. Das ist einmal der Evaluation durch den Wissenschaftsrat und das ist einmal der Ausbau. In der Tat hat die Landesregierung in der Koalitionsvereinbarung, und das ist ausschließlich unserem Minister zu verdanken, der die ja geschrieben hat, ist insoweit fest verankert, dass hier ausgebaut werden soll. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, der die Ems sichern wird. Und das müssen wir alle gemeinsam. Und zwar gemeinsam heißt die Kliniken, die Universität und das Land. Sie geben alle noch sehr diplomatische Antworten. Ich versuche es dann jetzt mal mit Herrn Thalmann. Herr Thalmann, mal angenommen, Sie haben ein neues Produkt, was Sie herausgeben möchten in Ihrer Firma und für deren Start Sie auf dem Markt zwingend das Know-how mehrerer Abteilungen oder Abteilungsleiter benötigen. Ich habe mir überlegt, ich nenne die Abteilungsleiter mal Unibert, Karl, Björn, Johannes und Pius. Wie fördern Sie den Teamgeist, um dieses Produkt zum Laufen zu bekommen? Ja, ich glaube, das ist natürlich hier eine ganz kritische Frage der Kooperation. Und hier sehen wir natürlich mit diesem Modell, dieser EMS, dass wir ein ausgesprochenes Kooperationsmodell auf allen Ebenen haben. Einerseits zu verschiedenen Hochschulen, andererseits aber eben auch mit den verschiedenen Kliniken, die Forschung und Lehre machen sollen. Und mit der Zusammenarbeit habe ich festgestellt, oder ist meine Erfahrung, dass es immer dann am besten klappt, wenn man ein gemeinsames Ziel definiert. Wenn man einmal sagt, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hingehen, da kommt man sehr schnell auf einen Nenner. Und dann muss man natürlich auch darauf pochen, dass nicht nur Verantwortung wahrgenommen wird, sondern dass dann auch Verbindlichkeit entsteht, dass man sich an Absprachen hält und dass man vielleicht auch mal die einzelnen Ideen oder die einzelnen Befindlichkeiten oder die einzelnen Personen ein bisschen zurücknimmt und mehr in den Gesamtfokus des Ganzen stellt. So würde ich daran gehen. Herr Pommer, Sie nicken so, wäre das eine gute Vorgehensweise? Ja,
unbedingt, so können Sie im Krankenhaus nur arbeiten. Wenn Sie nicht sozusagen gemeinsam etwas machen, dann können Sie eigentlich das nicht schaffen. Krankenhausbetrieb ist Teamwork, geht gar nicht alles, von Pfleger bis zum Chef. Also wenn da nicht alles zusammenpasst, dann geht es dem Patienten schlecht. Und das mal vier. Herr Pieper, ich lebe jetzt in einem Reihenhaus mit vier Personen. Mir persönlich genügt das. Ihre Familie an Studenten wird sich demnächst vervierfachen. Treten sich dabei auch auf die Füße? Wir haben gehört, Bauplätze gibt es schon. Wie stemmt man sowas, dass man jetzt auch, wenn man den Hinweis bekommt, wir können wachsen auf 140 Studenten? Wie laufen Ihre Vorbereitungen? Ja, also ich glaube, das ist nicht nur die Herausforderung, sondern es ist auch die Chance. Also es ist ja in der Medizin so, es gibt so eine Art kritische Größe, weil man braucht von der Fächerzusammensetzung relativ viel, um überhaupt das Wissensgebiet der Medizin abzubilden. Deshalb kann man das mit einer Minimalanzahl von Studierenden eigentlich gar nicht sehr lange sinnvoll betreiben. Wir sind deshalb mit dem, was die Landesregierung jetzt angekündigt hat, einen deutlichen Aufwuchs in den Medizinstudierenden auf dem Weg in den Normalbereich einer universitären medizinischen Fakultät. Und da ich selber ja von meinem eigenen Lebensweg her von der Medizin geprägt wird, muss ich sagen, das ist genau der richtige Weg. Das ist nicht zu wenig, zu viel. 140 ist sogar eher eine dann auch immer noch kleinere medizinische Fakultät. Aber es passt dann etwa zu dem Spektrum von Fächern, was wir ja auch brauchen, von dem wir bisher aber auch nur so knapp die Hälfte überhaupt haben, von den Mitarbeitern in den einzelnen Kliniken nochmal abgesehen. Das ist ja auch gesagt worden, wir brauchen nicht nur Professoren als Professorinnen als Angehörige und Mitglieder der Universität, sondern wir brauchen das auch im Bereich des ärztlichen Mittelbaus. Das ist auch etwas, was bisher noch fehlt und was dann in Zukunft eigentlich das Bild erst abrunden wird. Helfen Sie mir mal, wirklich so als Laien. Wie geht da die Planung vonstatten? Wir haben jetzt, es ist ja nicht so, dass die unsere Medizinstudenten in viel zu großen Räumen sitzen. Das muss alles bereitgestellt werden, wir müssen bauen, wir müssen investieren. Was für einen Zeitraum spricht man da für? Projektleute sind da dran. Ja, da sprechen Sie es an. Also die Universitätsmedizin in Oldenburg ist die ersten 6 Jahre etwas Herausforderndes gewesen. Dort ist die Herausforderung vielleicht das gewesen, wie kann man mit so wenig Geld eigentlich einen so tollen Studiengang überhaupt hinkriegen? Und das Bemerkenswerte aller Beteiligten ist, dass für diese Zahl von Studierenden, die alle immer wieder sagen, wenn man sie interviewt, dass sie gut betreut sind und wie die Ergebnisse, die Herr Notwang eben noch mal vorgeführt hat, im Vergleich zu anderen Studierenden in Deutschland zeigen, dass sie überdurchschnittlich gut gelernt haben, ist das ein erstaunlicher Erfolg. Wohlgemerkt, es handelt sich um die Gründung von Universitätsmedizin in Deutschland, die mit dem wenigsten Geld begonnen hat. Also historisch ein Unikat, auf das wir auf Dauer nicht stolz sein wollen. Das ist auch auf Dauer etwas, was einfach zu knapp ist, muss man sagen. So, und jetzt geht's weiter. Also der Minister hat ein schönes Bild vorhin gewählt. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Mir gefällt das Bild von dem Patienten nicht so gut. Also ich komme ja aus einer ärztlichen Umgebung, auch von Familie her. Da gab es immer Kollegen und Patienten. Also Sie wären kein Kollege gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie sich immer als Patient hätten gerne gefühlt. Aber die Sache mit den Schulkindern, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also wir sind irgendwie, also entweder kommen wir gerade vom Kindergarten in die Grundschule oder wir sind in der Pubertät. Auf jeden Fall sind wir in einer Wachstumsphase, das ist auch anstrengend. Aber aus den meisten Kindern wird ja was und deshalb denke ich, aus uns wird auch was werden. Das heißt auch, dass nochmal Grundstückkauf, das wird es ja geben müssen, da ist man in Verhandlung mit der Stadt, man kann an der Uni selbst noch was machen. Ja, also insgesamt ist es ja so, was wir im Moment, das ist ja mehrfach angesprochen worden, dringend beheben müssen, ist, dass bei der Gründung der Universitätsmedizin in Oldenburg keine baulichen Investitionen nennenswerter Art getätigt worden sind. Da kann man gerade mal 40 Studierende immer noch so reinpressen. Wo es schon eigentlich jetzt nicht mehr funktioniert, ist, dass wir für die Berufungen die neuen Professorinnen und Professoren auch angemessene Laborflächen zur Verfügung stellen. Das sind ja sehr teure und auch technisch sehr anspruchsvolle Einrichtungen, die man da braucht. Da stoßen wir immer wieder an die Grenzen. Und genau daran jetzt durch diese Bauvorhaben, die der Minister heute nochmal bestätigt hat,
substanzielle Investitionen zu machen, das ist eine ganz entscheidende Sache. So, und was jetzt für uns alle so das Thema sein wird, wie kann man eigentlich bauen, sodass wir auch ein Anwachsen der Studierendenzeit haben. Also man baut in Niedersachsen leider nicht in einem Jahr, sondern meistens über ein paar Jahre gestreckt. Und was, glaube ich, unsere Aufgabe ist, bei dem erklärten Willen der Landesregierung und hoffentlich auch bei einem vergleichsweise schnellen Bauvorhaben, jetzt peu à peu dann unsere Studierendenzahlen nach oben zu rücken. Das wird auch wieder Kompromisse erfordern, ist auch anstrengend, aber man nimmt ja Anstrengungen in der Regel gern auf sich, wenn man das Ziel vor sich sieht. Und ich glaube, das ist das Neue, dass wir den deutlichen Anwuchs für die nächsten Jahre klar vor uns sehen. Beim kleinen Kreis sind Sie ja gut aufgehoben. Gibt es den einen oder anderen Bauexperten? Vielleicht schafft er sogar was in einem Jahr hochzuziehen. Und Herr Tübler muss dann einfach für die Kohle sorgen. So einfach ist das. Wir haben ja die 250 Millionen, das ist ja kein Problem. Für alle Diskutanten natürlich, Sie dürfen sich immer mit einbringen, wenn, Herr Pommer, Sie waren gerade so unruhig dazu. Was? Nein, überhaupt nicht. Also das Thema Studium scheint also wenigstens kritisch betrachtet zu werden. Die Studenten sind zufrieden, die Ärzte, die mit ihnen umgehen, zufrieden. Die Lehrer, die akademischen Lehrer sind sehr, sehr engagiert, nehmen sehr viel in Kauf. Entziehen sich auch der klinischen Tätigkeit, haben lange Wege zu gehen. Das ist also alles, möchte sagen, organisatorisch deutlich zu verbessern. Aber das vielleicht hier erkennbar größere Problem ist das, was eben angesprochen wurde, die Kooperation zwischen den Krankenhäusern. Das wird hier auch bemerkt in Oldenburg und der Umgebung. Gut. Aber um was ganz Positives zu sagen, wir sind ja in einem Bereich der Wirtschaft. Wir haben vor Jahren ein Gutachten erstellen lassen von Herrn Ogurski vom RWI, der sagte, man kann gar nicht besser investieren wie in eine medizinische Fakultät. Ein Euro dort investiert, hat eine Rendite, jetzt halten Sie fest, von 40 Cent. Wo können Sie solche Renditen erreichen heutzutage? Das ist also enorm. Das heißt also, alle Wirtschaftsstandorte haben enorm zugelegt mit einer medizinischen Fakultät und das ist im Grunde genommen sicherlich nicht die entscheidende Motivation, hier zu unterstützen, aber das ist eine Erkenntnis, die selbst auch die Bayern gerade umsetzen in Augsburg. 1 Milliarde kriegt Frau Kattmann so über mehrere Jahre, ist ja was, nicht? Herr Wirtschaft und EMS, wie weit strahlt sowas wirklich aus? Und Sie jetzt als Fachfremder, sage ich einmal, nehmen das wahr? Ja, also ich glaube, diese Universität oder eben gerade dann diese Fakultät der medizinischen Ausbildung hat verschiedene Elemente, verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich, dass es ein wichtiger Standortfaktor ist. Wir haben da schon drüber gesprochen. Wenn wir Führungskräfte und Fachkräfte gewinnen wollen, dann brauchen wir eine gute Gesundheitsvorsorge, wir brauchen ärztliche Versorgung, wir brauchen auch Altersvorsorge. Ansonsten können wir eben gute Führungskräfte nicht hierher ziehen. Und im Augenblick wissen wir, dass gerade im Oldenburger Land und ein bisschen drumherum bereits jetzt eine Unterversorgung ist. Ein Drittel aller Hausärzte sind über 60 Jahre. Also in 10 Jahren hätten wir ein Riesenproblem, wenn wir keine EMS hätten. Also insofern glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und der wirtschaftliche Faktor ist sicherlich auch gegeben, einerseits durch Konsum und Investitionen, das haben wir gehört, aber es bringt eben auch Arbeitsplätze, es sind dann Mediziner hierher, Professoren kommen hierher, Studenten kommen hierher, die ziehen Patienten hierher, also es wird sicherlich eine große Anzahl von neuen Arbeitsplätzen geben und ich glaube auch, dass die ganze wirtschaftliche Kraft dieses Oldenburger Raumes auch gestärkt wird, weil es auch möglicherweise dann An-Institute gibt. Es ist ja auch vorgesehen, dass wir die Forschung ausbauen hier, dass es vielleicht Vernetzungen gibt mit anderen Fakultäten wie der Chemie, mit der Biologie, mit der Physik und so weiter. Und daraus können auch wieder neue Elemente entstehen, unterstützende Impulse, die aus der Wirtschaft dann aufgegriffen werden, bis hin zu Ausgründungen und um nicht zu vergessen, die Digitalisierung, die ja gerade im medizinischen Bereich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Also hier müsste man dann auch drüber nachdenken, Medizin, Informatik, Medizintechnologie weiter zu fördern und vielleicht hier auch noch der eine oder andere zusätzliche Lehrstuhl zu machen. Also ich glaube, es ist ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, der also diese Wirtschaftskraft der Region vorantreibt wird. Für Ihren Fall für den Wissenschaftsminister, den haben wir ja zum Glück hier heute sitzen. Herr Mühlenmeier,
Mal Hand aufs Herz, wie wird die EMS denn? Ich freue mich also, wenn Herr Tümmler demnächst nach Bremen geht und dort im Senat vorschlägt, das Geld auch nach Oldenburg zu tragen. Da wäre ich dann auch gerne, dann würden wir eine Live-Schalte machen. Das möchte ich gerne erleben. Aber eine Doppelfrage, wie wird die EMS in Hannover wahrgenommen? Und zwar einmal bitte vor der Landtagswahl. Und jetzt muss Herr Tümmler einmal können, nach der Landtagswahl. Wie viel Druck macht denn nur der Chef, dass er sagt, Leute, die 260 Millionen müssen nach Oldenburg? Ja, also dort ist natürlich nach der Landtagswahl eine gewisse Dynamik reingekommen. Ich glaube, dass wir das in Hannover schon spüren, dass der Minister aus der Gegend hier oben kommt. Und dementsprechend, das ist eigentlich immer so gewesen, dementsprechend bin ich ganz zuversichtlich, dass die Region hier oben ganz gut dabei wegkommen wird. Das war immer so. Haben Sie schon ein Zimmer in Oldenburg? Sonst können wir gleich mal gucken. Wir nehmen gerne Mr. Realdegeln. Mit Hang zum Bewilligungsausschüssen, das wird ja immer besser hier. Herr Pommern, Sie sind ja nun extrem gut vernetzt in dieser Region. Wir haben gerade viel gehört, auch als wir die Laudatio gehört haben und Herr Professor Notwan nochmal erzählt, in den Anfängen, es gab dieses Fieber, es gab diesen unglaublichen Willen hier, die European Medical School hinzubekommen. Im positiven Sinne, ist das Fieber noch da? Hält die Begeisterung noch an oder müssen wir erstmal wieder so ein bisschen Aufputschmittel? Also ich finde, diese Veranstaltung ist sicherlich eine Motivationsschub, auch in der Veröffentlichung hoffe ich, denn es ist sicherlich so, was ich vorhin sagte, die Bevölkerung nimmt das schon ein bisschen als selbstverständlich wahr. Und ich habe in den, ich möchte sagen, ihr Verleger, Herr Köse, hat ja einmal eine große Runde hier zusammengebracht mit der Wirtschaft. Und dann zum Schluss, er ist ja sehr praktisch gewesen, was wollen Sie denn, Frau Wanke, von uns? Da sagte sie 5 Millionen. Und ich habe sie wenige Monate später in Emden getroffen, anlässlich sie einer Ausstellung dort. Da sagte ich dann, Frau Wanke, hat gut geklappt. Da sagte sie, ich habe was falsch gemacht. Ich sage, was denn? Ich habe zu wenig verlangt. Also im Grunde genommen war das eigentlich fast im Grunde genommen eine Zahl, von der sie glaubte, das schaffen wir gar nicht. Und dank der hervorragenden Arbeit von Herrn Harms und vielen anderen ist das ja in einer unglaublichen Geschwindigkeit hier zusammengebracht worden, als Nachweis, dass die Region dieses Projekt nicht nur will, unterstützt, Geld frei zu machen für so eine Geschichte, ist ja für viele Leute nicht so einfach und selbstverständlich. Das heißt also, man hat das hier verstanden, was es der Region bringt. Und deshalb, diese Begeisterung ist nach wie vor da, da bin ich sicher. Herr Pieper. Es gab ja am Anfang durchaus auch Eifersüchteleien anderer Fakultäten. Sagen Sie doch mal, wie das heutzutage ist. Die Fakultät, die Mediziner völlig anerkannt, Eifersüchteleien weg. Jetzt hört man, wir bekommen bei 265 Millionen, geht es dann wieder los? Oder? Guck, wo wir am Ende rauskommen. Wie ist mittlerweile die EMS an der Uni installiert? Ja, ich glaube, diese Befürchtung, die ich hier, also so lange bin ich ja noch nicht in Oldenburg, vor gut 2,5 Jahren, als ich hierher komme, habe ich das auch historisch berichtet bekommen. Da war ja das Projekt EMS lief ja schon und mir hat man damals auch gesagt, pass bloß auf, du bist Mediziner, dass du nicht nur für die Medizin redest, denn die anderen werden sehr genau gucken, ob jetzt nicht Geld abfließt. So, aber inzwischen habe ich, glaube ich, meine Mission quer durch die Universität da ganz gut erfüllt. Ich habe also den einen erklärt, man könnte euch gar nicht so viel wegnehmen, wie man bräuchte, um eine Medizin darauf aufbauen. Das ist interessanterweise ein schlagendes Argument, ja, weil Medizin ist nun mal eine sehr teure akademische Einrichtung und man kann nicht eine Medizin durch sozusagen Herauspressen aus dem Rest irgendwie schaffen. Das muss echt neu gebacken werden. Zum Zweiten ist es aber eigentlich eine sehr gute Entscheidung bei der Gründung hier der Universitätsmedizin gewesen, dass die Fakultät, die sich vielleicht am stärksten noch hätte davon bedroht fühlen können, dass mit der naturwissenschaftlichen Fakultät nicht weniger, sondern eher etwas mehr bekommen hat. Es sind nämlich einige Zusatzprofessuren geschaffen worden, um gerade dem und auch von der damaligen Landesregierung finanziert worden, um gerade dem Bereich, der möglicherweise sonst ins Hintertreffen geraten könnte, einen Ausgleich zu geben.
Und bewiesen ist das worden dadurch, dass die Bereiche, die vorher auch medizinnah und erfolgreich waren, das ist die Neurowissenschaft, die Hörforschung, die Psychologie, dass diese Bereiche in dieser Zeit nicht etwa weniger leistungsfähig, sondern tatsächlich noch leistungsfähiger geworden sind. Das Exzellenzcluster in der Hörforschung, Sonderforschungsbereich, im Neurobereich, das zeigt das. Also ich glaube, an der Universität ist das gar kein Thema mehr. Was heute eigentlich vielmehr sich durch die Universität insgesamt hindurchzieht, ist, dass die Universität in Oldenburg einen echten Schritt nach vorne, ich möchte mal sagen, einen Sprung nach vorne macht, wenn sie eine anerkannte medizinische Einrichtung auch noch hat. Ich glaube, das ist eigentlich heutzutage das überwiegende Denken an der Universität. Aber das war wohl mal anders. Aber nicht in der Zeit, wo ich jetzt Präsident der Universität bin. Ich glaube, da waren das eigentlich nur noch bei wenigen vorhanden, weil sich in der Gründungsphase schon gezeigt hat, dass es zu keinen Nachteilen im Rest der Universität kommt. Mir kam das eine Zeit lang so vor, Karrieresprungbrett, EMS, so ein bisschen auch wie ein personeller Durchlauferhitzer, entschuldigen Sie mir dieses Wort, Sie müssen doch jetzt Professor Notwang, den müssen wir doch, Sie fühlen sich ja aber auch sauwohl, habe ich das sagen lassen, beide Beine brechen, damit er nicht wegläuft, oder? Ja, ich sag mal so, Es ist wahrscheinlich beides. Das eine ist so, dass natürlich für den Bereich der lebenswissenschaftlichen Naturwissenschaften, wo auch Herr Notwang von seiner Profession ursprünglich herkommt, also was so im biologisch-psychologischen Bereich, Neurowissenschaften und so ja auch hier schon da war, ohne dass tatsächlich eine Medizin im engeren Sinne hier war, dass die natürlich enorm davon profitieren, dass sie jetzt die Anwendung auf den Menschen, die Verbindung zu den menschlichen Krankheiten in einer Medizin hat. Und das ist sogar etwas ganz Besonderes und ich glaube ganz besonders Kluges, was hier in Oldenburg gemacht worden ist, innerhalb einer Fakultät. Denn typischerweise ist das an Universitäten so, die eine Medizin haben, die haben naturwissenschaftliche Fakultät, da drin auch vielleicht einen größeren Bereich der biologischen Grundlagenforschung. Dann kommt ein tiefer Graben und dann beginnt eine reine Medizinerwelt. Und dazwischen und dieser Graben, der hindert häufig auch die Zusammenarbeit. Und hier ist ja bei der Gründung ein anderer Weg gewählt worden. Man hat diese Fächer, sozusagen die alten biologischen Fächer, die schon da waren, alt, aber nicht im Sinne von erfolglos, sondern sehr erfolgreiche biologische Fächer, die hat man zusammengepackt mit dem sozusagen kleinen Pflänzchen Medizin. Die müssen jetzt auch ein bisschen mittragen, die Last, das weiterzuentwickeln. Aber es ist auch eine Chance, hier eine Art von wissenschaftlicher Kooperation zu schaffen, die sonst in Universitäten, obwohl man eigentlich denkt, die müssen immer da sein, es gar nicht in dieser Form gibt. Und dieses und manche andere Sachen sind eigentlich klug gewählt und deshalb denke ich, also das sieht insbesondere nach dem, dass wir jetzt wissen, es geht sozusagen Schritt für Schritt weiter, das wird tatsächlich die Erfolgsstory, die sich alle versprochen haben seinerzeit. Nun ist die Frage, bleiben immer die Leute, die man beruft? Also wenn man da an einer Universität anfängt, dann beruft man am besten immer die Langweiligsten, weil die bleiben immer, ja? Vielleicht müssen die sogar bleiben. Sondern eigentlich ist das so, wenn eine Universität mutig beruft, dann muss man auch immer damit rechnen, dass die Leute, die man selber toll findet, dass die woanders auch toll gefunden werden. Und das bedeutet insbesondere für junge Fakultäten oder junge Universitäten, dass man auch wieder loslassen muss. Man muss allerdings in dieser Zeit geschickt das, was man von den Leuten bekommen kann, zum Vorteil der eigenen Weiterentwicklung auch einsetzen. Das heißt, man muss sie schnell arbeitsfähig machen und man muss helfen, dass also Know-how von diesen Talenten dann auch auf jeden Fall in der eigenen Hochschule, in der eigenen Universität bleibt. Das ist im Übrigen immer da, wo was Neues passiert. Ein bisschen Durchlauferhitzer gibt es akademisch immer, weil die Akademiker sind ein fahrendes Volk. Schauen Sie mich an, ich war auch an verschiedenen Universitäten und sind insofern auch nicht einfach festzuhalten, sondern da gibt es immer eine gewisse Fluktuation. Aber gut gemacht bedeutet das auch, dass man mit jedem Neuen auch immer wieder eine neue Idee bekommt und das muss schon diese Fakultät auch aushalten.
Herr Thalmann, wie halten Sie gute Führungskräfte bei sich? Ja, man muss natürlich ein guter Arbeitgeber sein, nicht? Das ist das alles Entscheidende und da gehört heute ein ganzes Portfolio dazu. Am allerwichtigsten sind die Arbeitsinhalte. Was man da zu tun hat, dann Gestaltungsmöglichkeiten, finde ich auch ein sehr entscheidender Punkt. Und dann gibt es natürlich ein paar Hygienefaktoren, die eher in den Sicherheitsbereich hineingehen, auch in den Gesundheitsbereich hineingehen, vielleicht bis zur Altersvorsorge. Aber ich glaube, das Allerwichtigste tatsächlich ist Inhalt und Gestaltungsmöglichkeit. Damit hält man gute Leute und bekommt man auch gute Leute im Übrigen. Ja, ich hätte eigentlich nur zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir hier ein besonderes Modell der Ausbildung haben, das möglicherweise vielleicht mal auch andere Universitäten da überzeugt, dass das, was wir hier machen, und das ist Groningen. Sehr patientnah, werden Sie gerne. Ja, das heißt, die Studenten, die in Groningen fertig werden, sind sofort in der Lage, sich in der Versorgung zu betätigen. Das sind unsere Studenten am Ende des Studiums eben nicht. Insoweit gibt es ein sehr, sehr großes Interesse an unserem Studiengang, der natürlich sehr aufwendig ist in der Betreuung. Aber das ist was ganz Besonderes. Das ist also, wenn man so will, ein eigenes Projekt, das auch langsam im Fakultätentag wahrgenommen wird. Und ich hätte einen Aspekt, den ich gerne nochmal bringen würde, weil wir hier eine wirkliche Besonderheit haben, die keine andere Gegend in Deutschland hat. Die Versorgungsforschung hat einen riesen geografischen Vorteil. Wir haben um die Nordsee, da wird kein Patient sich reinstürzen. Über die Ems geht auch keiner. Und komischerweise ist historisch immer die Weser auch ihre Grenze. Da geht auch keiner nach Bremen zur Versorgung. Das heißt, wir haben ein unglaublich geschlossenes Versorgungsgebiet für die Versorgungsforschung. Es gibt kein anderes Gebiet in Deutschland, das in ähnlicher Weise die Karriere sozusagen von Geburt bis zum Grabe hier nachverfolgen kann. Und die Leute sind hier auch sehr bodenständig und das ist ein Vorteil. Mit dieser Karte muss man noch mehr spielen in der Versorgungsforschung. Das hat keiner in Deutschland sonst. Und das finde ich, das muss man noch mal ein bisschen herausarbeiten. Wie kann man denn als Ministerialdirigent oder in Ihrem Amt darauf wirken? Ich will noch mal, wir kommen auch so allmählich zum Ende, ich knurre schon hoch, ich bin schon halbe Stunde drüber. Dass man darauf wirkt, dass die Kooperationspartner, die Kliniken, alle an einem Strang ziehen. Kann man da nur sagen, aus Hannover, aus Leute, das müsst ihr selbst organisieren und wenn es nicht klappt, dann gibt es dann keine 270 Millionen? Oder können Sie Druck machen? Wie weit reicht der Arm? Ja, also wir haben dieses Problem ja oftmals, dass die Kooperation nicht so läuft, wie man sich das gerne hofft. In der Wissenschaft hilft am meisten Geld. Und bei sonstigen, glaube ich, ist Überzeugung auch immer sehr, sehr wichtig. Aber dass man ein gemeinsames Ziel hat, haben wir, glaube ich, hier offenkundig gegeben. Und dass die Bereitschaft da ist, zusätzliches Geld zu geben, wenn man vernünftig auch in der Zukunft kooperieren will und dass das Projekt nachhaltig und langfristig angelegt ist, mit einem Ausbau sogar, ist, glaube ich, ein Fund für sich, sodass ich sehr positiv bin, dass wir die nächsten Schritte gemeinsam alle erreichen werden. So, Blitzrunde. Ich möchte gerne, dass Sie alle, ich fange mit Herrn Thalmann an, bitte folgenden Satz ergänzen und dann sehen Sie, wir sind positive Menschen, auch wir Journalisten. Ich bin froh, dass es die European Medical School in Oldenburg gibt, weil wir damit unsere Fach- und Führungskräfte Versorgung sichern können. Herr Pommer, Sie sind froh, dass es die Ems gibt in Oldenburg, weil wir bei einer vorhandenen sehr hochwertigen medizinischen Versorgung endlich das erreichen mit der Bevölkerung, mit der Universität, was eigentlich schon lange, ich möchte sagen, Not getan hat, aber jetzt sind wir dran. Herr Pieper, das ist Eigeninteresse, aber hauen Sie es raus. Sie sind froh, dass es die European Medical School gibt in Oldenburg, weil? Weil das eigentlich unsere Forschungsexzellenz hervorragend ergänzt und weil es, denke ich, das zeigt, dieser Abend ein echter Segen auch für die Region ist. Mal gucken, was jetzt der Mensch aus Hannover sagt. Weil sie nicht in Osnabrück steht, ja, sehe ich genauso. Nein, weil es das aus unserer Sicht innovativste Projekt der letzten 10 Jahre in Niedersachsen ist. Bravo.
Applaus.